So, und damit wieder hallo und herzlich willkommen zu einem spontanen kleinen Video. Nämlich habe ich zuletzt eine spontane Bestellung gemacht und da bin ich ganz froh drüber, weil ich sehe, wie wunderschön das hier verpackt ist. Dachte ich, ich mache jetzt mal ein kleines, mini kleines Unboxing, einfach um das mit euch zu teilen, weil es sieht sehr schön aus. Kurz zur Erklärung, was ich bestellt habe. Ich mache nämlich gerade eine kleine Fußballtrikotsammlung oder habe ich begonnen zu eröffnen oder habe ich vor, eine aufzubauen. Und zwar habe ich nämlich schon mehrere Trikots vom VfB Stuttgart bisher, dann SC Freiburg. Habe ich mir einfach mal eins geholt mit Schwarzwaldmilch-Sponsor und dann habe ich zum Beispiel, was auch sehr schön ist, als Souvenir ein Trikot von Atletico Nacional bekommen aus Kolumbien, ist ein Exot mit dem Sponsor Postobon drauf. Ist ein schönes kleines Souvenir. Ich kann auch noch mal alle Trikots vielleicht in einem Instagram-Post euch zeigen. Kann ich mal alle zusammenlegen und dann könnt ihr euch das mal anschauen. Dann könnt ihr das auch mal sehen. Aber jetzt soll es mal um ein Trikot gehen, das mir auch sehr am Herzen liegt. Da bin ich hier mehr oder weniger spontan drauf gekommen. Und zwar gibt es ja in der Bundesliga in dieser Saison einen relativ, ja, muss man sagen, guten Aufsteiger. Also die spielen bisher eine ganz gute Saison und nämlich ist diese Mannschaft Union Berlin. Und deswegen habe ich gesagt, von Union Berlin möchte ich einfach mal, die Mannschaft ist mir als VfB-Fan auch nicht unbekannt. Ja, das letztes Jahr Relegation. Man mag sich daran erinnern, auch wenn die Spiele beide unentschieden ausgegangen sind. 2-2 einmal im Hinspiel und dann 0-0 in Köpenick. Das war trotzdem ein bisschen schon bitter als VfB-Fan. Aber das ist jetzt mal egal. Auf jeden Fall, in dieser Saison sind sie eben saumäßig stark und finde ich, für einen Aufsteiger machen die das wirklich gut bis jetzt, nach 22 Spieltagen. Und man sieht eben hier auch auf der Verpackung, wie viele tolle Artikel man im Unioner Fanshop, im Union Zeughaus sich alles da kaufen kann. Das ist auch kein Product Placement oder irgendwas, dafür habe ich die Reichweite nicht. Aber genau, das sieht eben alles sehr schön verpackt aus, ist alles sehr schön verpackt hier. Und ich öffne jetzt mal gerade, das ist jetzt mit einer Hand ein bisschen schwierig, den Deckel. Und da muss ich jetzt mal ganz kurz was verdecken, dann geht es gleich weiter.